Der lange Fackelzug marschierender SA-Kolonnen mitten durch Berlin am Abend des 30. Januar weckte dagegen düstere Vorahnungen. Das Schauspiel der an Hitler mit lauten Heilrufen vorbeiziehenden Massen war von Propagandachef Goebbels perfekt organisiert worden. Kritischen Zeitgenossen war klar, dass die Lichter der Freiheit und Demokratie nach dem von den Nazis gefeierten Tag der nationalen Erhebung in Deutschland bald vollends verlöschen würden. Sechstes Kapitel. 12 Schreckensjahre, die nationalsozialistische Diktatur. Führerstaat und Rassenpolitik in der Volksgemeinschaft, 1933 bis 1936. Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 begann die eigentliche Machteroberung der Nationalsozialisten. Die neue Regierung der nationalen Konzentration weckte bei Beobachtern im In- und Ausland zunächst nur mäßiges Interesse. Schienen doch bekannte Gesichter aus dem konservativen Lager den Ton anzugeben und den Führer der NSDAP einzurahmen. Neben Vizekanzler Papen waren unter anderem mit Außenminister Konstantin Freiherr von Neurath, dem deutschnationalen Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Alfred Hugenberg und Finanzminister Lutz Graf Schwerin von Krosigk angesehene Herren aus der feinen Gesellschaft in Amt und Würden.